Deutsche. Mein Name ist Epicstan und mit dabei ist heute Katja. Hallo. Und beim letzten Mal, Katja, haben wir unten unsere Räume erweitert und haben den richtig doll miesen, fiesen Rainbow-Friend-Geist eingefangen. Das hat super, super doll gut geklappt. Und hier unten haben wir jetzt noch super doll viel Platz für weitere Geister, die wir einfangen können. Und Katja, ich habe eine Idee. Wir könnten vielleicht hier hinten unser Feld in unserer kleinen Base ein bisschen erweitern. Beziehungsweise vielleicht sogar unterirdisch ein riesen doll großes Feld bauen, damit wir immer richtig, richtig doll viel zum Essen haben. Das wäre sehr gut. Das bedeutet, wir könnten das Feld hier abbauen. Bauen und uns dann einen kleinen Gang nach unten buddeln und unterirdisch ein richtig cooles Feld hier hinbauen. Okay, vielleicht könnten wir hinten Karte den Platz sogar ein bisschen nutzen und unsere Base ein bisschen erweitern. Das könnten wir machen. Oh ja, wenn du möchtest, Katja, kannst du dich nach unten hindurch buddeln, unterirdisch das Feld bauen und ich kann hier oben unsere Base erweitern. Oh, das ist so cool. Du buddelst dich hier nach unten, da kommt hier unser Feld hin und ich werde hier auf jeden Fall die Base jetzt ein bisschen erweitern. Dann haben wir hier einen kleinen Pfosten, dann wird es hier erweitert. Das hier könnten die Wände sein. Ja, das ist sehr gut, das ist sehr gut. Und hier wird natürlich auch nochmal zugebaut. Ganz genau so. Da können wir hier auf jeden Fall immer durch. Das wird auch erstmal abgebaut. Zack und zack. Und damit haben wir hier einen weiteren Durchgang. Oh, das ist so cool, Katja. Unsere Base wird dadurch riesen doll viel größer. Okay, da werden hier erstmal die Wände gebaut. Ich muss mal gucken, wie ich das Dach baue hier insgesamt. Vielleicht können wir tatsächlich eine kleine süße Küche und ein Badezimmer hier hinbauen. Das ist eine gute Idee. Dann wird der Fußboden hier natürlich auch ausgetauscht. Dann wird das Holz umgecraftet und zack. Und das Holz wird hier platziert. Oh, sehr schön. Ich crafte noch ein paar Leitern. Dann kann ich gleich zu dir nach unten klettern zum Feld. Das ist cool. Vielleicht können wir hier eine Glaswand bauen und eine Glasdecke. Das sieht süß aus. Dann haben wir eine richtig, richtig coole Aussicht. Okay, da kommt hier auf jeden Fall noch Fußboden hin. So, zack, zack, zack. Ja, das gefällt mir sehr gut. Vielleicht können wir hier sogar eine kleine Treppe nach oben bauen. Ganz genau so. Dann hat man hier oben auch eine richtig, richtig doll schöne Aussicht. Und wir haben hier unsere Base richtig doll schön erweitert. Hier oben haben wir nochmal ein kleines süßes Glasdach. Hier haben wir eine ganz kleine winzige Küche. Hier haben wir eine kleine Toilette und hier haben wir eine kleine Badewanne. Das sieht sehr süß aus. Hier oben können wir ein bisschen auf die zweite Etage, haben hier eine richtig schöne Aussicht und ich komme zu dir mal nach unten, Katja. Ja, bitte. Hier hast du auch schon ein bisschen Holz auf dem Boden und wow, hier haben wir unser Feld. Das gefällt mir super, super, super doll gut. Oh, sehr nice. Okay, wir haben jetzt ein riesen großes XXL Kartoffelfeld und hier oben unsere Base sogar noch ein bisschen erweitert. Und Katja, wir können mal schauen, ob wir einen neuen Geistjäger hier auftragen haben. Das könnte sein. Okay, da geht's hier auf jeden Fall durch zu unserem Briefkasten. Und Katja, was haben wir denn hier für einen Brief bekommen? Vorlesen. Da steht aufpassen drauf. Oh, psst, passt auf. Sehr viele Geister wollen euch wegschnetzeln. Oh, das ist ja absolut nicht gut. Moment mal, ich sehe hier noch keinen einzelnen Geist. Sehe ich hier oben Geister? Oh, ich sehe richtig, richtig viele Geister, Katja. Schau dir das mal an. Sie müssen weggeschnetzelt werden. Das stimmt. Aber wer hat uns denn hier diesen Brief geschrieben? Ich bin mir echt nicht ganz sicher. Okay, wir wurden auf jeden Fall gewarnt. Und hier sind so, so viele Geister. Ich kann mal wegschnetzeln. Die wir natürlich alle wegschnetzeln können. Die fliegen ja einfach zu uns. Was soll das denn insgesamt? Die sind so doll wie so fies. Katja, pass auf. Oh, nein, 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 nein. Ich muss nachladen, ich muss nachladen. Wegschnetzeln, wegschnetzeln. Und zack, den haben wir. Oh, den haben wir auch. Und die machen sehr viel Damage. Die haben mich runtergeschoben. Den. Oh, und da sind noch zwei. Oh, die habe ich. Sehr gut. Da sind so viel mehr Geister hier auf den Bäumen. Die wollen uns einfach wegschnetzeln, Katja. Warte, warte, warte. Ich gehe mal auf den Aussichtsturm. Ich versuche die mal von hier oben wegzuschnetzeln. Oh, das wäre sehr gut. Von hier oben habe ich eine sehr, sehr gute Aussicht. Und von hier kann ich relativ einfach die Geister wegschnetzeln. Oh ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh, da kommt noch einer. Bitte wegschnetzeln. Der kommt zu mir hochgeflogen. Was soll das denn? Den habe ich auch. Oh, das klappt richtig, richtig doll gut. Und das sind die letzten. Die werden auch weggeschnetzelt. Wir warten uns gar nicht. Das stimmt. Das klappt so doll gut. Und bitte den auch. Sehr gut, Katja. Okay, damit haben wir die ganzen miesen, fiesen Geister hier weggeschnetzelt. Die einfach hier. Oh, da ist noch einer. Geht's dir gut? Oh, das war sehr knapp. Alles gut. Der hat sich hier angeschlichen. Hi. Und Hallöchen, Katja. Sehr gut. Wir haben alle miesen, fiesen Geister hier weggeschnetzelt. Okay, hier vorne ist auch noch zu. Ja, ja, hier ist zu. Oh, Moment mal. Hier ist der Villager aus dem Dorf. Oh, Hallöchen. Hey. Hallo, ich habe sehr große Angst. Oh nein, ein Hundegeist wohnt in unserem Dorf. Könnt ihr diesen einfangen? Oh nein, was ist denn da los? Ein Hundegeist. Oh, das ist sehr gut. Wir sind auf jeden Fall sehr doll gut ausgerüstet. Du kannst den Geisterfänger auch mitnehmen. Und wir können jetzt auf jeden Fall durch unseren kleinen Tunnel zum Dorf gehen und dort den Geisterhund einfangen. Ich bin sehr, sehr, sehr doll gespannt. Okay. Oh, meine Rüstung habe ich vergessen. Rüstung, Rüstung, Rüstung. Und meine Ausrüstung habe ich. Die wird angezogen. Und damit, Katja, geht's durch den Tunnel zum Dorf. Okay, hier im Dorf sehe ich weit und breit noch keinen Geister.
der Hund insgesamt. Okay, der müsste sich irgendwo hier im Dorf verstecken. Ich bin mir echt nicht ganz sicher. Denkst du, Katja, der Geisterhund ist eher groß oder eher klein? Ich glaube, der ist eher klein. Okay, hier sehe ich aber bei Dubai ganz so gar kein Geisterhund. Befindet sich der hier ein bisschen weit entfernt, Katja? Das ist einfach eine Hundehütte. Ist das eine? Oh mein Gott, aber vielleicht ist er nicht daheim. Wollen wir mal nachgucken? Ja, ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Der ist hier irgendwo in der Nähe. Der ist irgendwo hier in der Nähe. Der Geisterhund. Da ist er, schau mal. Er ist einfach... Er ist riesig. Wow, das stimmt. Mit seinen roten Augen. In der Hundehütte? Der Geisterhund wohnt hier einfach. Okay, ich habe eine Idee, Katja. Vielleicht können wir tatsächlich den Geisterhund mit den Knochen zähmen. Danke. Okay, wir können als erstes mal schauen, ob der Geisterhund böse auf uns ist oder nicht. Hi. Hallo, Geisterhundina. Okay, der ist böse, der ist böse, der ist böse. Ich lege ihm ganz viele Knochen rein. Ja, das ist eine gute Idee. Ich lege ihm auch ein paar Knochen rein. Die werden hier platziert. Knochen, 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 Knochen. Vielleicht möchte er sie essen. Oh, er kommt zu uns. Oh, Hilfe. Okay, er ist ein bisschen böse auf uns. Der miese, fiese Geisterhund. Oh nein. Aber der ist richtig böse und will uns einfach wegschnetzeln. Oh, der kommt zu mir, der kommt zu mir. Okay, wir haben ihn schon zu mehr als der Hälfte weggeschnetzelt. Und doch ein bisschen, noch ein bisschen. Und zack, 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 zack. Der Geisterhund wurde noch stärker. Ich bin mir nicht ganz sicher. Katja, ich habe Blindness. Ich habe Blindness. Was ist denn da los? Oh, nein, 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 nein. Und er hält auch ein bisschen mehr aus. Ich muss nochmal nachladen. Jetzt ist mein Schwert drauf. Ich habe auch Blindness. Oh, aber Katja, pass auf. Ja, ja, wir machen ihm relativ viel Damage. Der Geisterhund ist so, so groß. Oh, bitte wegschätzen. Noch ein bisschen, noch ein bisschen. Oh, gleich haben wir es, gleich haben wir es, Katja. Und, oh, noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Und Katja, der Geisterhund wurde noch stärker. Ich habe einfach den Wither-Effekt. Kriegt dadurch sehr, sehr doll viel Damage. Okay, einfach durch den Hund durchschauen. Was ist denn da los? Okay, er hält auch super, super doll viel aus. Und nein, ich wurde weggeschnetzelt. Ui, ui, ui. Aua. Ich komm zu dir. Das schaffen wir, das schaffen wir. Ich sehe nichts vom Wither-Effekt. Doch nein. Er hat nicht mehr allzu viel Leben. Okay, ich lade nach, ich lade nach. Und pass auf, Katja. Ich mache Damage, ich mache Damage. Das klappt relativ gut tatsächlich. Und sehr gut. Jetzt mit dem Schwert noch ein bisschen wegschnetzeln. Ja. So und so. Komm, oh, sehr gut. Go. Gleich haben wir ihn, gleich haben wir ihn. Katja, noch ein bisschen. Noch und ja, ja. Und noch ein bisschen, noch ein bisschen. Und ja, schnell auflutschen. Dann geht's zurück in unsere Geisterbase und wir können den eingefangenen, miesen, fiesen Geisterhund unten bei uns platzieren. Oh, das hat so, so doll gut geklappt. Und schau mal, Katja, der miese, fiese Geisterhund, die ist jetzt hier richtig, richtig doll sicher. Das hat richtig doll viel Spaß gemacht. Wir haben den miesen, fiesen Hundi aus dem Dorf, naja, eingefangen. Und zusätzlich haben wir hier unterirdisch ein riesen, riesen doll großes Feld und hier unsere Geisterbase ein bisschen erweitert. Das ist und so und der cool. Villager kann dann wieder jetzt ins Dorf gehen. Das stimmt. Der muss keine Angst haben. So, Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst unbedingt einen Daumen hoch und ein Abo da. Schaut bei der lieben Katja vorbei. Und wir sehen uns wie immer morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.